Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Eine neue Ausgabe von... nein, machen wir nicht so. Wie heißt das denn? Heute wird's etwas gemütlich. Es kommt immer mal wieder vor, dass man mit seinen Freunden zusammensitzt, einen coolen Film gucken will und einer in der Reihe ist mega nervig. Verhält sich unter aller Sau, die anderen regen sich super drüber auf. Wir haben mal ein paar Beispiele zusammengesucht, was man bei einem gemütlichen Filmabend nicht machen sollte. Steffen ist dabei, Nicole ist dabei. Viel Spaß. Boah, das ist so mega spannend. Gleich wird diese Blonde, die da jetzt die Gute ist, die kommt gleich rein, weil die ist nämlich eigentlich die Böse. Siehst du, jetzt ist sie die Böse geworden, aber eigentlich am Ende des Films kommt raus, dass sie es eigentlich gut gemeint hat. Und wenn die dann halt reinkommt, dann wird's halt total verrückt. Aber warte mal ab. Und der Typ... Das ist nämlich eigentlich ihr Bruder. Das kommt aber erst zum Ende raus. Krass, oder? Hätte keiner mit gerechnet. Mega. Ja, krass. Jetzt wird's spannend. Warte mal, mach mal eben Pause. Ich muss aufs Klo. Schon wieder? Ja. Oh, mach noch mal Pause. Ich muss voll dringend. Was? Jetzt? Ja. Machst du noch mal Pause? Pia. Wieso denn jetzt schon wieder? Ja, ich muss aufs Klo. Was soll das denn? Weißt du, wie viel ich getrunken habe? Mhm. Das Trinken ist gesund, man soll viel trinken. Ja, richtig. Ja, das ist echt spannend, aber bevor das jetzt irgendwie sich auflöst, machst du nochmal eben Pause? Ja, der geht noch eine Minute. Ja, aber... Nee, ich eine Minute. Boah, ich muss schon seit 10 Minuten. Ihr habt... Was? Vor 10 Minuten? Ja, aber... Minuten davor auch. Nein, ja, wir warten. Könnt ihr mal ein bisschen leiser essen? Ja, ey, komm, das wird jetzt voll romantisch. Der macht jetzt voll die süße Liebeserklärung. Ja, Leute. Mega lecker. Ja, aber... Guck mal, der Hund ist auch... Nein! Franz macht Sissi jetzt eine Liebeserklärung. Hallo, ja, dann sei jetzt mal ein bisschen... Nein, ich kann jetzt gerade leider nichts verstehen. Bist du auch ein bisschen schön? Nein. Titanic. Du hast den 1000 Mal gesehen. Ja, aber ich mag den voll gerne. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich kann ihn in- und auswendig. Doch, mach an. Versprich mir, dass du weiterlebst und einen Haufen Babys bekommst. Versprich es mir, Rose. Ich verspreche es dir, Jack. Ich bin der König der Welt! Woohoo! Jetzt ein super gutes Zitat. Das Herz einer Frau ist ein tiefer Ozean voller Geheimnisse. Nicole, kannst du leiser machen vielleicht? Also mach mal den Ton aus eben. Achso, nee, ich hab's mitbekommen. Alles cool, ich hab den Witz jetzt auch verstanden. Was? Nee, wir wollen ja gucken und es ist so ein bisschen... Ja, aber wieso ist denn der jetzt zu ihr gegangen? Ich dachte, der wäre bei der Schwester. Nee, ja, dann guck doch mal, ich schreib nicht die ganze Zeit SMS. Ich möchte doch gar nicht. Ja. Du, willst du nicht den Film gucken? Vergiss es. Nehmt euch doch ein Zimmer. Hm? Wir wollen noch den Film gucken. Sag mal, was ist eigentlich mit Christian? Kommt der auch noch? Dein Ernst, oder was? Mhm. Ja, seit gestern ist Christian weg. Warum bin ich hier? Ablenken und so. Film gucken mit Freunden, bei Freunden. Mhm. Auf Freunden. Was ist das denn für ein Scheiß, bitteschön? Das Auto verwandelt sich in einen Roboter. Ja, mega realistisch. Und es spricht auch noch. Also genau. Natürlich spricht also, ich dachte, das wäre vorbei hier nach diesem... Jetzt ist Tag, in einer Sekunde ist Nacht, na klar. Die haben das voll abgeguckt bei dir von Knight Rider. Nein, haben die nicht. Das ist voll alt schon, mega geil. Autos sind mal sowas. Transformers halt noch. 80er. Gott, ja. Und das Auto ist der beste Kumpel von dem kleinen Jungen da. Die überheiße Olle. Ja, die hat heißt. Voll die Ahnung von den ganzen Autos. Die kann was alles. Ist so mit allen? Die ist nämlich Model, Schauspielerin, Automechanikerin. Die kann alles. Das ist so unrealistisch. Und die glauben das auch. Und lach und leb dich. Und das alles nur für dich. Schöner Soundtrack, ja. Das hat gar keine Ahnung. Das ist so krass, dieser Cameron, ne? Der Cameron ist der Regisseur, ne? Von Titanic. Wisst ihr, was er alles gemacht hat? Also der hat 90, ich habe das eben gegoogelt, ja. Der hat in den 90er Jahren schon angefangen. 97 ist der gedreht, ne? Und die haben 2 Jahre dafür gedreht.
Und bei der Besetzung haben die erst Claire Danes gefragt wegen Romeo und Julia, die gesagt, will ich nicht. Und dann haben sie die. Irgendeine Kacke im Essen hatte, Penicillin oder so. Ich google das mal, was das ist. Guck mal, hier ist die Formel. So sieht das aus. Agent S0-Schadein C17H25N. Das ist das also. Der Spruch war mega. Der auch so. Komm, Chili, guck mal, der selbst der Hund findet geil. Jetzt! Oh, toll, toll. Mega witzig. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet einige Situationen, in denen ihr lachen konntet. Und noch mehr hoffe ich, dass ihr keine Freunde habt, die so sind beim Filme gucken. Sonst vermeidet es einfach, mit diesen Menschen einen Abend vor dem Fernseher zu verbringen. Das ist schon hart. Geht schon hart an die Nerven. Ja, wir haben jetzt aber keine Zeit mehr. Du musst Titanic jetzt gucken. Der läuft jetzt wirklich. Wenn euch der ganze Spaß gefallen hat, kommentiert gerne. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Vielleicht abonniert ihr auch meinen Channel. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Schade, dass der Film jetzt vorbei ist. Sissy ist wirklich einer der besten Filme. Und die beste Kostüme und alles. Du hast den noch nie gesehen, oder? Nee, ich hatte den noch nie gesehen. War total gut. Ja, jetzt war es voll geil, wenn der dir gefallen hat. Ich habe Teil 2 und Teil 3 auch noch auf DVD. Dann lass uns doch eine Sissy-Nacht machen. Ja, jetzt gleich. Geil. Hol die mal.